Kritikvideo Bienen umstellen, aber bitte nicht so Teil 2. Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo, Reflexionsvideo hier auf nordbiene.de. Zu meinem Kritikvideo Bienen umstellen, aber bitte nicht so. Zunächst einmal möchte ich euch ganz herzlich Dank sagen, die ihr in der ganz großen Mehrheit sachlich, konstruktiv, kritisch auch, aber auch positiv auf mein Video reagiert habt und dies in euren Kommentaren zum Ausdruck gebracht habt. Ganz herzlichen Dank euch dafür. Es gab aber nicht nur positive Kritik, sondern auch natürlich negative und vor allem auch also richtig übelste Kommentare, bittere Kommentare, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben. Es wurde von etlichen Leuten wirklich auf pöbelhafte Weise hier argumentiert, beziehungsweise Argumente waren das gar nicht. Da wurden einfach Dinge an den Haaren herbeigezogen, die wirklich ins Persönliche gehen und mit der Sache, mit dem Umstand, mit der Fachlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Diese Kommentare, die wurden natürlich nicht freigeschaltet. Das ist ja klar. Solche Kommentare will man unter seinen Videos nicht haben. Wie gesagt, wenn Kritik geäußert wird, immer gerne konstruktiv. Alles kein Problem. Ja, und in meinen Kritikvideos, ihr kennt meinen Kanal seit 2007 hier, jetzt auf YouTube mittlerweile, in meinen Kritikvideos ist das oberste Anliegen von mir das Wohlergehen der Bienen. Ihr wisst, wie ich meine Bienen hier führe. Das ist die oberste Priorität. Ohne Ansehen von Person und ohne Rücksicht auf die Person wird hier teilweise gesagt, was die Bienen wünschen, was bienengenehm ist oder auch was eben nicht bienengenehm ist. Aus diesem Grunde werden in meinen Kritikvideos auch niemals Namen genannt und ich möchte euch auch bitten, euch weiter daran zu halten. Es geht nämlich nicht um die Person, es geht nicht darum, jemanden niederzumachen, sondern schlicht und ergreifend um die Sache, um das Wohlergehen des Biens, des Organismus der Bienen und um die Imkerei allgemein. Von daher, wie gesagt, werden hier keine Namen genannt und da bitte ich euch auch, dies weiterhin hier so zu handhaben. Leider sehen das andere anders, auch die Gegenseite, die sich hier angesprochen fühlt offensichtlich, die beginnt jetzt in Kommentaren, aber auch in privaten Unterhaltungen mit mir, aber auch mit anderen, ganz massiv hier in die Persönlichkeitssphäre, in meine Persönlichkeitssphäre einzudringen. Es werden zum Beispiel private Chatmitteilungen kopiert, weitergeleitet, wohl auch veröffentlicht und sich darüber teilweise lustig gemacht. Das ging sogar so weit, dass die Gegenseite den Tod meiner kürzlich verstorbenen Mutter mit ins Gespräch brachte, anlässlich dieses Themas. Da kann ich nur sagen, wie tief muss ein Mensch gesunken sein? Welches Niveau wird hier wiedergegeben, wenn man sogar den Tod meiner kürzlich verstorbenen Mutter hier einführt, ins Feld führt, als sogenanntes Argument? Also das ist ja unterste Kategorie, unterstes Straßenniveau, sag ich mal. Und mit solchen Leuten will man ja wirklich überhaupt nichts zu tun haben hier. Oder um es anders auszudrücken, mit den Worten einer Online-Imkerschule, mit so einem redet man doch nicht. Ja, unterste Kategorie, da gab es noch einige weitere, das war nicht nur eine Person. Und ich musste teilweise sogar Handynummern sperren bei mir auf dem Handy, um mich vor diesen Nachrichten, vor diesem Spam, vor dieser Verfolgung zu schützen. Das ist schon eine ziemlich untere Kategorie. Und denkt ihr mal drüber nach, wenn euch sowas treffen würde hier. Wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr mit solchen Leuten noch reden? Würdet ihr mit solchen Leuten noch zu tun haben wollen? Würdet ihr solche Kanäle noch mit Begeisterung solchen Kanälen folgen, solche Kanäle auf YouTube schauen? Da vergeht einem doch die Lust. Wie gesagt, unterste Kategorie, persönliche Dinge werden hier, was weiß ich, hervorgekramt, breitgetreten, weitergeleitet. Alles keine schöne Geschichte. Ja, das ist so, wenn man keine Argumente hat und wenn man auch das Niveau irgendwie ein bisschen missen lässt hier. Da wird dann einfach zurückgefeuert, wie auch immer, wenn man sich angesprochen fühlt oder sogar angegriffen fühlt. Ja, das bringt da in dem Sinne natürlich keinen Spaß. Niemand liest sowas gerne, niemand sieht sowas gerne.
Das ist schon richtig bitter. Also da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich verfolge natürlich alles aufmerksam. Das ist ja ganz klar. Und wenn euch da auch was auffällt, schreibt es mir gerne. Auch privat könnt ihr mich natürlich anschreiben, wenn euch irgendwas auffällt. Am besten mit Screenshots, wie auch immer, oder mit der entsprechenden Verlinkung. Denn meine Augen sind nicht überall. Ich kann nicht alles sehen hier. Ja, das ist nicht schön. Wie gesagt, mit solchen Leuten will man nichts zu tun haben. Oder um es mit den Worten der Online-Imkerschule hier bei YouTube zu sagen, mit so einem redet man doch nicht. Das ist einfach so. Ja, meine lieben Bienenfreunde, ansonsten an der Kritik gibt es von mir aus nichts zu ändern. Es ist ja immer die Frage, was kritisiert, was wird hier kritisiert? Und einige wenige von den Kommentatoren, die haben es nicht verstanden, auch wahrscheinlich intellektuell nicht verstanden. Es geht ja nicht darum, Fehler zu kritisieren, sondern es geht darum, Handlungsweisen, die bienenwidrig sind, als eine Handlungsempfehlung für Jungimker darzustellen. Darum geht es in meiner Kritik. Fehler machen wir alle. Es geht doch nicht darum, hier einen Fehler zu kritisieren, der einem in einem YouTube- oder sonst wo Video passiert ist. Wie gesagt, wir alle machen Fehler, ich natürlich auch. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Nein, aber viele oder einige wenige Kommentatoren, die bekommen diesen Unterschied nicht hin. Die verstehen es schlicht und ergreifend wahrscheinlich intellektuell nicht. Und wir sollten das aber wissen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Nämlich um das Wohl der Bienen und um die Heranführung von Jungimkern und Anfängern an die Imkerei. Und wenn Jungimker und Anfänger solche Handlungsempfehlungen sehen, verinnerlichen, das dann nachmachen, dann kann es zur Katastrophe führen. Und dann wundern mich auch einige Vorgehensweisen von Neuimkern nicht, die man hier hin und wieder auch im Internet sehen kann. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Es werden so viele Dinge so grottenschlecht falsch gemacht. Es wird so massiv gegen die Bienen gearbeitet. Manchmal frage ich mich, woher kommt sowas? Wer lehrt so etwas? Und wenn ich dann solche Videos sehe mit solchen grottenschlechten Handlungsempfehlungen, dann weiß ich, woher sowas kommt, nämlich genau von solchen Kanälen, von solchen YouTubern, Foren, Betreibern oder auch Facebook-Verfassern und so weiter und so weiter. Daher kommt sowas dann. Das sind Leute, die haben gerade mal 4, 5, 6 Jahre Bienen, seit 2016 zum Beispiel, denken jetzt auf YouTube ganz groß rauskommen zu wollen, mit einem Horrido, mit einem lustigen Gehabe, mit einem schauspielerischen vermeintlichen Talent, obwohl manche Leute noch nicht mal richtig lesen und schreiben können, da fällt es dann auch mit dem Lesen ziemlich schwer. Und solche Leute denken jetzt auf YouTube groß rauskommen zu müssen, groß Geld zu verdienen und so weiter. Aber meine lieben Bienenfreunde, so funktioniert das nicht. So einfach geht das nicht. Wie gesagt, bevor man hier irgendwie falsche Handlungsempfehlungen rausgibt, sollte man sich sein Handeln wirklich überlegen. Welche Auswirkungen haben solche Handlungsempfehlungen? Welche Auswirkungen haben schlechte Imkervideos auf unsere Imkernachkommenschaft? Da wundert mich dann einiges nicht mehr, wenn ich solche Videos sehe, wenn ich solche Kanäle sehe. Von daher, wie gesagt, ich halte mich immer gerne zurück von solchen Kanälen, von solchen Personen, die denken, sie bauen jetzt hier wer weiß was auf. Das Niveau lässt dann auch noch zu wünschen übrig, also wenn es dann ins Persönliche geht und zwar so ganz massiv. Irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo man sich das dann nicht mehr unbedingt gefallen lassen muss. Und wie gesagt, ich bin mal auf eure Reaktion zu diesem Video hier gespannt, aber ich glaube, keiner würde sich gerne gefallen lassen, wenn plötzlich in einer Kritik zu einem Video deine tote Mutter dann plötzlich eine Rolle spielt. Also wie kommt diese Person darauf, meine toten Verwandten mit in die Argumentation einzubauen? Also da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Mit welchem Niveau haben wir es hier zu tun? Ja, fällt mir noch einiges ein. Wie gesagt, ich habe eigentlich alles besprochen. Wie gesagt, Fehlerkritik ist es nicht. Es ist eine Kritik an der Handlungsempfehlung. Einige Leute bekommen das nicht hin. Das tut mir dann leid für die. Und solche Leute will man ja auch auf seinem Videokanal eigentlich gar nicht haben. Wir wollen uns hier fachlich und sachlich und niveauvoll, freundschaftlich über Bienen auseinandersetzen, über Bienen unterhalten, austauschen. Aber einige wenige von euch, die bekommen das leider nicht hin. Die werden persönlich, es ist nicht nur die Gegenseite, die kritisierte, sondern es sind noch einige wenige dabei.
Ihr könnt es ja gerne machen, aber wie gesagt, solche Kommentare, Hasskommentare, Falschmitteilungen, Fake News, unterschwellige Anfeindungen, Pöbeleien und so weiter, Beleidigungen, üble Nachrede, das wird hier bei mir natürlich nicht geduldet, das ist ganz klar. Solche Leute werden ausgeblendet oder blockiert, vielleicht noch nicht blockiert, aber ausgeblendet, und jeder einzelne Kommentar wird dann natürlich überprüft. Ja, ist nicht schön. Mit solchen Leuten müssen wir uns auch rumärgern hier, aber das ist das Leben. Es sind nicht alle so, wie wir es uns wünschen, und da müssen wir mit umgehen. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Das Wetter ist hier mittelmäßig. Wir haben hier einen Nordweststream, der bringt hier richtig in einem Dauerstrom kalte Polarluft heran. Wir haben hier 16 Grad und jetzt werde ich auch mal wieder mir einen Pullover anziehen. Denn es wird doch ein bisschen kalt. Euch noch einen schönen Sonntag. Schönen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Video wird wieder ein bisschen positiver, hoffe ich. Und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss.